Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 30. Juni 2023. Lohengrin von Richard Wagner aus dem dritten Akt, 6 Takte nach Ziffer 23. Der Schwanenritter Lohengrin hat gerade eben Elsa von Brabant geheiratet. Die Hochzeitsgesellschaft ist gegangen, man wurde ins Brautgemach geleitet. Vorher ist der berühmte Hochzeitschor gerade eben verklungen. Und nun sind im Grunde genommen, naja, wie das so bei einer Hochzeit ist, die beiden dabei, in ein neues gemeinsames Leben aufzubrechen. Das bringt eine gewisse Offenheit, eine gewisse Unsicherheit, aber natürlich auch eine Vorfreude mit sich, was nun kommen mag. Leider, das wissen wir ja eigentlich schon im Voraus so, wird das bei den beiden schiefgehen. Den beiden wird es schiefgehen. Denn, ja, die Elsa darf ja nun Lohengrin nicht fragen, wo er herkommt und wie sein Name ist, weil sonst muss er sie auf der Stelle verlassen. Und hier in dieser Passage nagt schon ein wenig dieses Fragenwollen an ihr. Sie will es jetzt dann eigentlich doch wissen. Vorerst aber scheint noch alles in Ordnung zu sein. Und zwar, hier Wagner schreibt, Lohengrin umfasst Elsa freundlich und deutet durch das offene Fenster auf den Blumengarten. Und dann singt er, atmest du nicht mit mir die süßen Düfte? Er möchte damit offensichtlich die Hochzeitsnacht jetzt einleiten und singt eine schöne Melodie in einem einfachen C-Dur gehalten, die aber anfangs noch relativ konventionell mit einem Dominant-Sept-Akkord über G-Dur beginnt, aber sich nicht so auflöst, sondern dann zu einem übermäßigen Akkord hin weitergeführt wird. Es ist nämlich im Stück dann so. Dieser übermäßige Akkord, bestehend aus 3 übereinander liegenden großen Terzen, ist einer der großen ambivalenten Akkorde, der eine große Binnenspannung hat, der aber eben nicht klar zuzuordnen ist, da man ihn in verschiedene Richtungen hin durch kleine chromatisch Hoch- oder Tiefalterationen verändern kann. Also man kann zum Beispiel das E zum F machen, dann sind wir auf einmal in F-Moll. Man kann aber auch hier nach E-Dur gehen oder nach As-Dur oder, ja, also es sind verschiedenste Möglichkeiten und damit steckt hier in dieser Passage schon eben eine Spannung, eine einerseits Offenheit, dass man denkt, man geht irgendwie in ein gemeinsames Leben, aber irgendwo liegt da doch auch etwas an Unsicherheit und an einem großen Fragezeichen hinter. Wollen es jetzt von mir wissen? Wirklich von mir?